Ja, wir hatten heute, wie ich finde, einen Zeugen gehabt, der sehr substanziert über seine Tätigkeit als Unterabteilungsleiter im BND uns Auskunft gegeben hat. Wir haben den Zeugen insbesondere zu dem Projekt Iconal befragt und da stand im Mittelpunkt die Frage, inwieweit während dieses Projektes, das ist ein Projekt, das stellvertretend steht für die Kooperation des BNDs mit der NSA, inwieweit im Rahmen dieses Projektes Daten deutscher Bürger unmittelbar an die NSA weitergegeben worden sind. Der Zeuge, der sich zumindest in der Hierarchie deutlich oben beim BND befindet, hat ganz klar gesagt und ist damit in einer Linie mit den bisherigen Zeugen, dass keine Daten deutscher Bürger hier weitergegeben worden sind. Und er hat vor allen Dingen auch eines nochmal deutlich gemacht, dass zu keinem Zeitpunkt die NSA oder ein anderer Geheimdienst einen unmittelbaren Zugriff auf Kabelstrecken in Deutschland hatte. Für uns ist das zumindest einmal jetzt ein Zwischenergebnis deswegen, weil das jetzt nicht eine einzelne Aussage eines Zeugen ist, sondern sich diese Tendenz jetzt wirklich erhärtet dadurch, dass mehrere Zeugen hintereinander aus verschiedenen Arbeitsbereichen und verschiedenen Ebenen des BND dasselbe ausgesagt haben und sich auch aus den Akten, wie wir sie bisher vorliegen, nichts Gegenteiliges findet. Es ist auch so, dass der Zeuge Stellung genommen hat auf Nachfrage des Untersuchungsausschusses, warum diese Operation dann 2008 beendet worden ist. Da wurde in der Presse ja durchaus kolportiert, dass dies geschehen sei, weil man sozusagen auf politischer Ebene kalte Füße bekommen hätte, weil eben massenhaft Daten deutscher Bürger dort ohne Kontrolle weitergegeben worden sind. Das hat sich gerade nicht bestätigt, sondern es hat sich gezeigt, dass der Zeuge deutlich gemacht hat, dass dieses Projekt vor allen Dingen deswegen beendet wurde, weil es hier zu Enttäuschungen auf amerikanischer Seite kam. Die amerikanische Seite ist wohl mit sehr hohen Erwartungen in dieses Projekt hineingegangen, hat deutlich gemacht, dass sie hier sich viel mehr Informationen versprochen hat, die einen nachrichtendienstlichen Wert haben. Und man hat dann festgestellt, dass dies mitnichten der Fall ist. Und die Ursache ist wohl darin zu suchen, dass der BND das Thema Grundrechtsschutz nicht auf die ganz leichte Schulter genommen hat. Und deswegen ist es vermutlich von amerikanischer Seite dann zu einer Beendigung dieses Projektes gekommen. Es steht natürlich im Raum, dass es da Kompensationen gab. Die sind heute nicht angesprochen worden und wir setzen uns ja da auch mit der Bundesregierung auseinander, inwieweit auch einzelne Projekte, die eventuell in der Presse derzeit kursieren, inwieweit man hier, weil das laufende Operationen noch sind, inwieweit man hier noch Informationen bekommen kann. Das ist eine aktuelle Auseinandersetzung, aber Iconal, das zeigt sich immer deutlicher, ist von amerikanischer Seite beendet worden, mangels Ertrag. Welche Fragen sind für Sie offen? Es sind nach wie vor jetzt Fragen offen geblieben über die Frage, wie Selektorenprüfungen aussehen. Selektoren, das sind also Daten, die von amerikanischer Seite gestellt werden und die dann vom BND nach einer entsprechenden Prüfung eingesetzt werden. Wie schaut diese Prüfung aus? Da geht es auch um natürlich eine G10-Prüfung, aber es geht auch um die Prüfung, inwieweit solche Kriterien, solche Selektoren deutschen Interessen eventuell widersprechen. Dazu will uns der Zeuge was in nicht öffentlicher Sitzung sagen. Und es steht natürlich auch noch mal im Raum der genaue Ablauf der Filtertechnologie, der Filterprozesse. Auch dazu hat er sich mit dem Argument, das sei also grundsätzlich jetzt auch Methodenschutz, weil man das immer noch anwendet und man vermeiden möchte, dass hier sozusagen über diese Methoden eine breitere Öffentlichkeit, auch andere Geheimdienste Informationen bekommen, hat er gesagt, das verweist er in die nicht öffentliche Sitzung, die jetzt im unmittelbaren Anschluss stattfinden wird. Und wir werden all diese Fragen dann auch dort noch mal aufgreifen. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, für uns verfestigt sich das Bild, das wir schon von den drei Staatsrechtlern vermittelt bekommen haben, dass in den Praktiken des BND sich an Recht und Gesetz nicht gehalten wird. Die Zeugenaussagen bestätigen uns in der Auffassung, dass innerhalb des BND diverse Umdefinitionen stattgefunden haben, um sozusagen intern eine Akzeptanz dafür zu bekommen, was man faktisch macht.
Auch die These des Ringtausches ist meiner Ansicht nach heute hier bestätigt worden, auch wenn der Zeuge das Gegenteil gesagt hat, dass er es nicht bestätigen will. Man hat ganz offensichtlich den Amerikanern eine Dienstleistung anbieten können, für die sie bereit waren, weil sie sie selbst nicht leisten konnten, in erheblichem Umfang Hardware und Software zur Verfügung zu stellen und im Gegentausch zu Daten, die die Amerikaner haben, eben Daten vom BND zu bekommen. Insofern verfestigt sich da dieses Bild. Ich persönlich finde den Ablauf wenig erfreulich, weil man eben wirklich nicht ein offenes, transparentes, unkompliziertes Gespräch führen kann, sondern durch Umdefinitionen, Vernebelungen, Neuformulierungen der Fragen versucht, Antworten zu vermeiden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auch größtes Verständnis dafür haben, dass manche Dinge geheim bleiben müssen. Das ist selbstverständlich bei einem Geheimdienst und das akzeptieren wir vollkommen. Aber es werden die Fragen, die hier in öffentlicher Verhandlung gestellt werden und beantwortet werden können, eben nicht offen beantwortet. Und inzwischen muss man einfach davon ausgehen, dass das eine Taktik des BND und der Bundesregierung ist, hier eben nicht aufzuklären, sondern zu mauern und zu vernebeln, weil man eben die Antworten unangenehm findet. Insofern beweist sich die Notwendigkeit dieses Untersuchungsausschusses. Aber gehört ja nicht zum Ringtausch immer das Prinzip, dass Daten erhoben werden beim Partner oder vom Partnerdienst, die dieser nicht erheben dürfte? Und das ist doch bisher immer gesagt worden, war nicht der Fall. Das hat er gesagt, aber er hat gleichzeitig gesagt, also die Rechtslage ist so, dass die NSA eben am Datenknotenpunkt Frankfurt keine Daten erheben darf. Das steht im Strafgesetzbuch. Und auch wenn der Zeuge, der sich ja sonst keinerlei rechtliche Einschätzung zutraut, in diesen Punkten traut er sich immer sofort eine zu, wenn es darum geht, den BND von allen Problemen freizusprechen. Das ist eine offensichtliche Taktik, die hier gefahren wird, in öffentlicher Sitzung weitestgehend sozusagen Probleme für erledigt zu erklären. Ich traue mir die Vermutung und die Einschätzung zu, dass wir jetzt in öffentlicher Sitzung sehr viel detaillierter über die Probleme erfahren werden, die es in der Praxis gab. Und weil ich eben gehört habe, was mein Vorgänger hier gerade gesagt hat, die Aktenlage bestätigt das, was ich hier sage, eindeutig. Und leider kann ich nicht, weil diese Akten so streng eingestuft sind und weil wir hier ständig gedroht kriegen mit dem Staatsanwalt, halte ich mich da weitestgehend bedeckt. Aber ich sage Ihnen, die Dinge, die wir hier sagen, vermuten und in die Richtung, in die wir fragen, die sind aktenmäßig belegt. Die finden nicht im luftleeren Raum statt oder sollen dazu dienen, den BND zu diffamieren. Überhaupt nicht. Wir würden uns wünschen, dass der BND hier rechtlich klarstellen kann, wie er agiert. Aber so gehen diese Vernehmungen leider nicht vor sich. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die heutige Sitzung hat wieder mal gezeigt, dass man mit völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen in die Sitzung gegangen ist, mit völlig unterschiedlichen Vermutungen und auch die Ergebnisse völlig unterschiedlich interpretiert werden. Ich denke, wenn man in einem leeren Teich auch noch mit kaputten Netzen fischt, kann man sich nicht darüber beklagen, dass in dem Teich nichts drin ist. Wir erwarten aus der nicht öffentlichen Sitzung heute klarere Aussagen über die Art und Weise, wie die Filtertechniken funktionieren, klarere Aussagen über die Andeutungen, die heute gemacht wurden, hinaus, wie die Zusammenarbeit konkret in bestimmten Operationen war. Jedenfalls, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zeuge in nicht öffentlicher Sitzung anders argumentiert, gibt es auch heute wieder keinen Anlass, dass in dem Zeitraum 2003 bis 2007, möglicherweise auch 2008, einen Hinweis auf anlasslose Massenüberwachung gab. Jedenfalls kann ich das für meine Fraktion und für dieses Land in dem Zeitraum nicht feststellen. Und es hilft nichts, wenn man dauerhaft beklagt, dass man nichts festgestellt hat. Es ist nun mal so, wie es ist. Und die Politik beginnt nun mal mit dem Betrachten der Wirklichkeit und nicht mit der Spekulation. Und da ich die Dinge sehr nüchtern sehe, hoffe ich heute aus dem nicht öffentlichen Teil zumindest über die Verfahren etwas mehr zu erfahren, mehr Informationen zu erhalten. Aber wo nichts ist, kann man nicht auch noch Gold schürfen. Dankeschön. Ja, ich kann natürlich jetzt etwas nur zum Zwischenstand der heutigen Zeugenvernehmung sagen.
Ich denke, Sie haben auch mitgenommen, dass es erneut eine sehr interessante Rechtsdefinition im BND gibt, dass nämlich Metadaten keine personenbezogenen Daten seien und dass deswegen die massenhafte Erfassung von Metadaten, insbesondere im Ausland, offenbar auch unter datenschutzrechtlichen, aber auch unter grundrechtlichen Gesichtspunkten keine Probleme darstellt. Das werden wir weiter hinterfragen. Das reiht sich ein in Weltraumtheorie, Funktionstheorie und jetzt eben auch diese sozusagen Geringschätzung dessen, was in Metadaten auch an, ich sag mal, sehr prekärer Information zu Personen beinhaltet sein kann, zu Aufenthaltsort, zu wer mit wem kommuniziert, von wem eine E-Mail abgesandt ist und Ähnliches. Dann spielt heute sicherlich eine Rolle noch die Frage, gab es eine Weitergabe der Daten aus Iconal an die NSA? Ich denke, da sind wir jetzt ein Stück weit weitergekommen, sodass wir davon ausgehen können, dass auch Inhaltsdaten wie Metadaten weitergegeben wurden und möglicherweise, aber ich sage jetzt auch tatsächlich nur möglicherweise, durch den NSA an einen anderen Geheimdienst der Five Eyes Verbundes die Daten dann auch noch weitergegeben sein worden könnten, ganz konjunktivisch. Zur Frage Massenüberwachung, da gibt es ja immer wieder die Versuche der Großen Koalition, auch durch Eingangsstatements nochmal deutlich zu machen, dass es diese Massenüberwachung, diese Anlasslose nicht gegeben hat. Ich denke, bei einer Erfassung von millionenfachen Daten, die dann ausgewertet werden, muss man von Massenüberwachung sprechen. Und wir haben tatsächlich auch sehr große Probleme, ob der Anlassbegriff, also der Begriff, unter dem überhaupt in unsere alle Grundrechte, aber auch in die Rechte von Bürgern anderen Staaten eingegriffen wird, durch die Bereitstellung von Selektoren erfüllt ist. Weil nach unserer Rechtsauffassung ist es so, dass in den Personen, zu denen Daten erfasst werden müssen, tatsächlich die Gründe legen müssen, um dort in die Grundrechte einzugreifen und diese Gründe nicht zum Beispiel durch hunderttausendfache Selektoren generiert werden können, die, so denken wir, auch kaum der Kontrolle, insbesondere jenseits des BND unterliegen. Das ist ja eine Selbstkontrolle durch Hausjuristen. Diese Selektoren schaut sich niemand an, auch seitens der politischen, parlamentarischen wie juristischen Ebene. Und auch das werden wir weiterhin als Fragestellung, gab es Rechtsverstöße seitens des BND, zu bearbeiten haben. Können Sie noch mal sagen, warum Sie jetzt davon ausgehen, dass deutsche Daten weitergegeben wurden? Denn genau das hat der Zeuge ja mehrfach zurückgewiesen. Also er hat ja gesagt, im Testbetrieb sind Daten erfasst worden und die G10-Filter haben nicht vollständig funktioniert. Und dann gab es auch eine Datenweitergabe, wenigstens beim leitungsgebundenen Verkehr, beim paketvermittelten Verkehr hat er das nochmal eingeschränkt. Problem für uns ist ja tatsächlich, deswegen habe ich gesagt, es ist nur ein Zwischenstand, genau an der Frage, wie viele Daten wurden erfasst, welche Daten wurden erfasst, wie wurden die bearbeitet und weitergegeben. Da wurde ja immer wieder auf den nicht öffentlichen Teil der heutigen Zeugenvernehmung verwiesen, sodass ich jetzt auch tatsächlich mich an vielen Stellen ein Stück weit mit einer abschließenden Einschätzung zurücknehmen muss. Aber ich denke, wir haben ja alle gespürt, dass eben gerade diese interessanten und kritischen Teile in den nicht öffentlichen Teil verschoben wurden. Und wenn da nichts wäre, dann hätte man es ja auch heute Morgen, denke ich, relativ deutlich sagen können. Wir werden also sicherlich uns in geeigneter Form nach der nicht öffentlichen Sitzung nochmal sozusagen Gehör verschaffen, aber dann natürlich unter den Einschränkungen, dass wir dann die Details sicherlich nicht mehr nennen können. Aber nochmal danach gefragt, genau das Gegenteil war doch eigentlich das, was ich zumindest verstanden habe. Es war so unglaublich schwierig, das technisch zu machen. Darum ist das händisch, wie auch immer, Sie werden es erfahren, so gemacht worden, dass wirklich 100% Stempel drauf nicht weitergegeben wurden. Er hat sich im Verlaufe der Vernehmung dann nochmal korrigiert. Er hat am Anfang gesagt, der einzige Grund war, dass die Amerikaner mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren. Und jetzt zum Ende hat er nochmal gesagt, auch aus den Problemen heraus, die es gab, hat man dann das Ganze abgebrochen. Es ist immer beides ins Feld geführt worden. Er hat immer gesagt, es gab zwei Ebenen, warum Iconal eingestellt wurde. Und die zweite Ebene, das hat er so dezidiert nicht gesagt, war tatsächlich, dass es bei der Herausfilterung der Daten mit G10-Relevanz Probleme gab, insbesondere bei der paketvermittelten Kommunikation, das ist Internet- und E-Mail-Verkehr. Das kann sich hier jeder vorstellen, da ja das sozusagen Daten sind, die über das Ausland oftmals und heute mittlerweile überwiegend geroutet werden, aber Inlandsverkehre betreffen und wir, wenn wir darüber kommunizieren, ja nicht so leicht als deutsche Staatsbürger herauszufiltern sind. Und wer dann meint, man könnte in millionenfachen Datensätzen zum Schluss meine Kommunikation über meine MICOM-Adresse händisch herausfiltern, der will uns hier etwas vormachen. Das ist nicht möglich. Ja? Also wir kommunizieren in anderen Sprachen, wir kommunizieren über Anbieter in anderen Ländern.
Die Daten werden übers Ausland geroutet und wie will man da dann tatsächlich die Grundrechtsrelevanz herausfiltern? Das ist ein technisches Problem und das lässt sich nicht damit rausreden, dass man am Schluss sagt, das sind Leute, Personen, die händisch sich jede E-Mail angucken. Das ist, finde ich, nicht glaubwürdig. Und die Tatsache, dass er sagte, es wurden nicht Millionen Daten übermittelt, sondern nur ein paar hundert im Jahr? Ich denke, das ist eben so der Kniff. Ja? Also wir haben ja da schon mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass die Begriffe umgedeutet werden. Also Metadaten sind keine personenbezogenen Daten. Was auf dem Satellit stattfindet, hat keine G10-Relevanz, Funktionsträger sind keine Grundrechtsträger und so weiter. Und das ist auch so ein Kniff, weil sich diese Mengenangaben immer nicht auf die erhobenen Daten beziehen. Da haben Sie ja dieses, findet untaugliche Bild des Köchers, der in den Strom gehalten wird und da fließen die Daten nur durch. Für uns ist tatsächlich das Datenverarbeitung auch nach Datenschutzgesetz, weil die Erhebung schon ein Prozess ist, wo in Grundrechte eingegriffen wird. Wenn er von Hunderten spricht, dann ist es immer am Ende der Selektion, am Ende der Filterung. Das mag sein, aber uns interessiert tatsächlich auch der Prozess vorne am Kabel, vorne am Satellit. Wie viele Daten werden dort eingegriffen, weil jeder Eingriff dort ist tatsächlich auch für uns verbunden mit Grundrechts- und Bürgerrechtseingriffen, nicht erst die Verarbeitung der Daten. Da haben wir einfach vom BND divergierend eine andere Interpretation des Bundesdatenschutzgesetzes. Herr Zimmer.